Aber kommen wir erstmal zum klassischen Fernsehen, speziell zu den bekannten Polit-Talkshows. Nun, in einer Polit-Talkshow kommt es auf mehrere Komponenten an. Die Auswahl der Gäste, die Redaktion muss präzise arbeiten und der Moderator muss sein Handwerk verstehen. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist es wunderbar. Nur wenn es an irgendeinem dieser Stellen hakt, dann wird es ein bisschen schwierig. Wir haben heute einen Gast der AfD da, Uwe Junge, und das hat für reichlich Gegenwind und Kritik, auch zum Teil für Unverständnis gesorgt. Es ist reichlich was los bei Twitter und ich habe versucht, was auszuwählen. War nicht ganz leicht, aber diese Stimmen habe ich ausgesucht. Christian Scholze sagt: Liebe Redaktion, mit jeder Einladung dieser Art macht ihr euch mitschuldig an der Ausbreitung von rechtsradikalem Gedankengut. Ich schäme mich für euch. Es gibt Gegenrede von unserem Zuschauer. Unfassbar. Das ist ein bisschen zögerlich. Nima Mafi Gudasi, er schreibt: Laut Bundesverfassungsgericht muss der Rundfunk sogar sicherstellen, dass die Meinungsvielfalt in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet. Für die Demokratie ist der Meinungskampf konstitutiv, also ein ganz wichtiges Element und nicht wegzudenken. So würde ich es auch formulieren. Und mehr noch, wir sollten mal nicht vergessen, dass auch jeder AfD-Wähler genötigt wird, den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Außerdem ist die AfD ja nicht nur in ein, zwei Parlamenten irgendwie vertreten, sie ist im Deutschen Bundestag die stärkste Oppositionspartei. Wie irre wäre es denn, sich mit ihr dann in Fernseh-Talkshows in keinster Weise auseinanderzusetzen. Dies würde übrigens auch die Rolle der AfD noch stärken, weil sie sich dann erneut als Opfer von Manipulation und Medienmacht inszenieren könnte. Und wenn es dann sogar um das Thema Rechtsradikalismus geht, wie in dieser Hart aber Fair-Sendung am vergangenen Montag, dann sollte das umso mehr eine Selbstverständlichkeit sein. Was bist du denn für Penner? Früher wurden Vaterlandsverräter erschossen. Vergiss dich doch, wenn dir was nicht passt, Hurensohn. Der ist dran, wenn wir dran sind, dieser hirntote Spinner. Der gehört sofort erschossen. Steinigen. Und wenn das im Netz so stehen geblieben ist, dann muss man sich fragen, wer hat das gelesen, wer hat das nicht gelesen und wer hat es vor allem auch nicht gelöscht. Das ist völlig klar. Das ist auch nichts, was wir akzeptieren. Wir sind Entschuldigung, die Antwort ist klar. Wir haben Leute eingesetzt mittlerweile. Entschuldigung, die Antwort ist klar. Sie haben es nicht gelöscht. Und die Frage ist tatsächlich, eine Partei in Aufbau hat nicht den Apparat, das kann man alles entschuldigen. Aber die Frage ist ja auch, steckt dahinter nicht auch ein Interesse, es stehen zu lassen, weil es eine eigene Klientel durchaus bedient? Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, Herr Plasberg. Das ist nicht die AfD, das ist nicht die konservative bürgerliche Partei, die wir gegründet haben. Dass es Spinner gibt und dass es solche Leute gibt, die dann auf so einer Seite so einen Unsinn schreiben, so einen verbrecherischen Unsinn, das ist nicht akzeptabel und das akzeptieren wir auch nicht. Wir gehen der Sache auch nach, klar und eindeutig. Und da gibt es überhaupt niemanden in der AfD, der das gutheißt. Das Problem mit der AfD ist natürlich das mit dem berühmten Pudding, dem Nagel und der Wand. Konfrontiert man sie mit dem Vorwurf, etwa in sozialen Medien Hass zu tolerieren, reagiert sie mit ausweichenden Antworten. Insofern war es gut von der Redaktion der Sendung, konkrete Beispiele herauszusuchen und vorzulegen. Und dennoch ist es eben immer zu merken, die Redaktionen stehen unter einem besonderen Druck. Wird die AfD zu hart und einseitig angefasst, rebellieren deren Anhänger. Geht man zu lasch mit ihr um, protestiert die Gegenseite. Besonders dumm aber ist, wenn Rechtfertigungsversuche in den sozialen Medien nach hinten losgehen. So antwortet der Twitter-Account Das Erste auf den Vorwurf, man gebe Nazis eine Bühne. Oft müssen wir uns mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass die AfD ignoriert werde. Wir bemühen uns, AfD-Vertretern kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-Politiker selbst zu Wort kommen zu lassen. Man bemühe sich, AfD-Vertretern kein Forum zu bieten. Das klingt ja fast so, als sei es klar, dass die AfD anders behandelt werden müsse als andere demokratisch gewählte Parteien. Und das geht natürlich nicht. Die Reaktionen wiederum blieben nicht aus und schließlich nahm Das Erste dann nochmals Stellung, nachdem es hinter den Kulissen wohl ordentlich gekracht hatte. Dieser Tweet war leider nicht mit der Redaktion von Hart aber Fair abgestimmt. Dafür entschuldigen wir uns.
Wir betonen, dass bei uns für alle Parteien dieselben Standards gelten. Sabine Knott, Leiterin der Zuschauerredaktion, das Erste. Und damit war nun natürlich der komplette Shitstorm da. Die AfD-Anhänger glaubten kein Wort und die Gegner waren sauer darüber, dass die ARD nun auch noch offenbar kuscht vor den Rechten. Oh Mann. Aber natürlich ist die Frage, wie man umgehen sollte mit der AfD, und auch ich mache ja nun zum zweiten Mal in Folge sie zum Thema. Werde ich sie damit auf oder bekämpfe ich sie damit? Entscheidend ist, dass man mit der AfD spricht, aber nicht andauernd über sie. Deswegen wäre es auch ein Riesenfehler der Hart aber Fair Redaktion gewesen, keinen Vertreter der AfD einzuladen bei einem solchen Thema. Es ist im Grunde ganz simpel. Es bedarf einfach einer guten inhaltlichen Vorbereitung. So funktioniert Journalismus. Wenn man der AfD nicht durchgehen lässt, wenn sie beschönigt, verdreht oder gar lügt, dann ist das schon viel wert. Das gilt übrigens auch für andere Parteien. Herr Junge, Sie hatten in dieser Sendung tatsächlich das letzte Wort. Ich hoffe, Sie hatten nicht den Eindruck, an einem Tribunal teilgenommen zu haben, sondern Fragen beantwortet zu haben. Das war die Intention, die Sie hierher gebracht hat, die anderen übrigens auch. Vielen Dank. Gut, das hätte sich Plasberg auch sparen können. Oder wird Herr Junge auch noch mit Küsschen ins Bett gebracht, damit er keine Albträume bekommt? Die Sendung nennt sich zwar Hart, aber fair, dann sollte sie auch fair sein, aber eben auch hart, wenn es drauf ankommt. Entscheidend ist auch die Rolle der Moderatoren. Sich selbst zurückzunehmen, eigene Eitelkeiten zu vergessen und vor allem nicht den Versuch zu unternehmen, den Helden zu spielen, das ist ganz wichtig. Und das kann einer leider überhaupt nicht, Markus Lanz. In dessen ZDF-Talkshow war am 9. April auch ein AfD-Vertreter zu Gast, Guido Reil, der mittlerweile ins Europaparlament eingezogen ist. Mit ihm hatte man Kevin Kühnert eingeladen, der bekanntermaßen klug und erfahren genug ist, auch schwierige Diskussionen zu bestehen. Insofern wäre es spannend gewesen, ein Rededuell Reil gegen Kühnert zu sehen. Und der argumentativ nicht besonders begabte Reil hätte auch hier das Nachsehen gehabt. Aber der selbstverliebte Markus Lanz musste sich partout mit einmischen, so als wenn Kühnert nicht allein das Ganze hätte packen können. Und somit wurde die Sendung eher eine peinliche Veranstaltung mit einem Effekt, der unbedingt hätte vermieden werden müssen. Das Zuschauermitleid mit Guido Reil bekommen. Das heißt, Sie negieren das einfach, Sie ignorieren das einfach und sagen, das findet so nicht statt. Also seit 1850 ist es fast überhaupt nicht wärmer geworden. Also seit 1850 wird, glaube ich, gemessen. Halbwegs professionell. Ja. Wie viel wärmer ist das geworden seit 1850? Sie haben die Zahlen auch bestimmt. Ich kann Ihnen nur sagen... Immer um 15 Grad. Um 15 Grad. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich das persönlich glaube, was Klimawissenschaftler rund um die Welt immer wieder feststellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gut daran tun würden, wenn wir diese wirklich existenzielle Herausforderung alle gemeinsam annehmen würden und würden sagen, pass auf, daran drehen wir jetzt mal wirklich was. Aber nochmal, die 10 wärmsten Jahre haben alle in den letzten 12 Jahren stattgefunden. Aber nicht in Deutschland. Also weltweit. Klima und Wetter macht nicht an Ländergrenzen stopp. Also da weltweit. Bringt Ihnen auch eine Mauer oder ein Stacheldraht nichts mehr. Sie sind für einen Mindestlohn, Herr Reitz? Ja, natürlich. Wie hoch soll der sein? Also ich finde auch deutlich über den Satz, der jetzt ist. Heißt, Sie also auch diese 12 Euro sind völlig korrekt. Ist das jetzt Parteiposition oder Ihre? Also die AfD ist ein sehr bunter Haufen. Das merkt man. Das ist ein sehr bunter Haufen. Was heißt das? Dass sich Menschen gesammelt haben. Sie können Ihre Geschichten erzählen, Sie können Ihre Geschichten erzählen. Wenn ich meine Geschichten erzähle, bin ich Nazi. Und das finde ich komisch. Ich will einfach nur oben drüber reden. Hat niemand gesagt. Oh, nicht? Das ist das erste Mal, dass das Wort Nazi hier gefallen ist. Das haben Sie jetzt gemacht. Ja. Also am Sonntag in Köln-Kalk habe ich ja was anderes gehört. Und ich war Sonntag dabei. Nicht in Köln-Kalk. Ja, hier ist Hamburg und wir sind weit davon entfernt, Sie in die Nazi-Ecke zu stellen. Reil selber konnte sich hinterher als Opfer darstellen. Zitat: Mit Kühnert haben die sich vorher abgesprochen. Alle seine Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen. Das war eine ganz miese Tour. Hinter mir wurde gelacht, gekreischt und gestört. Ich durfte 3 Freunde mitbringen, Kühnert den ganzen Rest. Wir sollen fertig gemacht werden. Das Regime will uns fertig machen. Naja, zumindest kann man Markus Lanz unterstellen, dass er ganz bewusst Reil eine reinwürgen wollte. Das mag AfD-Gegner auf den ersten Blick freuen. Auf den zweiten Blick sorgt es aber eben auch für Solidarität mit AfD-Leuten. Und es untermauert die Thesen von den bösen Systemmedien. Immerhin, Lanz hat auch den Ehrgeiz, Vertreter anderer Parteien anzugehen, außer der FDP natürlich, die liebt er über alles. Am 27. Juni hatte er die beiden Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck zu Gast. Und auch hier war er von Eitelkeit zerfressen.
Statt ein sachliches Gespräch zu führen, unterbrach er am laufenden Band beide Politiker und sorgte er für eine Atmosphäre, in der sich weder die Anwesenden noch die Zuschauer richtig wohlfühlen konnten. Man würde gerne wissen wollen, was dann passiert. SUVs in den Innenstädten zum Beispiel, fahren die noch weiter oder fahren die nicht? Das kommt darauf an, mit welchem Brennstoff sie betrieben werden, weil in Zukunft wird es auf den Straßen dieser Welt keine fossilen Verbrennungsmotoren mehr geben. Und da wir vor allen Dingen auf Elektromobilität setzen, werden diese Autos, die so groß sind, diese Differenz zum Ticket nach Mallorca geht natürlich schwer, ne? Ja, ein Zugticket nach Mallorca geht erkennbarerweise schwerer. Trotzdem ist ja der Anreiz, wenn das gar nichts kostet, größer, das zu machen. Und der muss genommen werden. Okay, aber was das Ticket kostet, weiß ich auch nicht, weil das Ticket ja jetzt schon. Heute ist es aber so, dass leider in den Ferienzeiten, wo meistens die Kindergärtnerin mit ihren Kindern in den Urlaub fliegt, weil sie an die Ferienzeiten gebunden ist, zahlt dann 300 Euro für den Flug. Und der Investmentbanker, der keine Kinder hat, fliegt im Februar und zahlt 19,90 Euro. Deswegen ist aus meiner Sicht der Vergleich. Der Vergleich hinkt deswegen. Aus meiner Sicht aber sehr, der Vergleich hinkt auch sehr. Ja, tut mir wirklich leid. Die Nummer geht nicht. Aber das kann man so nicht machen. Aber deswegen Frau Baerbock, bitte, sagen Sie doch einfach, wie es ist. Ich habe Sie doch nur gefragt. Sie könnten mir doch auch antworten und sagen, in derselben Zeit werden wir die Löhne für Kindergärtnerinnen anheben. Das sagen Sie aber nicht. Doch, natürlich sagen wir das. Also, Entschuldigung. Ja, haben Sie das eben gesagt? Haben Sie nicht? Ich will nur verstehen, was passiert. Auf Ihre Preisfrage antworten. Wir können jetzt genau darüber reden. Sie haben ja nicht kurz geantwortet. Da war schon Zeit. Auch die Lohnerhöhung für die Kindergärtnerin war da zeitlich noch drin. Also ganz entspannt. Deswegen ist unser Konzept, dass wir sehr genau hinschauen, welche Auswirkungen haben klimapolitische Entscheidungen. Und deswegen zahlen wir zum Beispiel auch, ich habe noch gar nichts gesagt, lass uns bitte diese Schärfe hier rausnehmen. Wir sind doch alle uns einig, dass wir was wissen wollen und was erfahren wollen. Und ich will Ihnen nichts und persönlich schon mal gar nicht. Ich mag diesen Ton da nicht, diesen Unterton. Vielleicht können wir den einfach weglassen, weil wir mögen uns doch alle. Ist doch alles gut. Ja, das ist so ein typischer Lanz. Erst mit Unterbrechungen und unfairer Gesprächsführung selbst die Schärfe reinzubringen, um dann anschließend die Gegenseite aufzufordern, doch bitte die Schärfe rauszunehmen. Lanz scheitert leider immer wieder an sich selbst und seiner Selbstverliebtheit. Dabei wäre das auch hier gar nicht nötig gewesen, denn mit dem Journalisten Wolfram Weimer hatte er ja einen Konterpart zu Baerbock und Habeck eingeladen. Das ist das Allerschlimmste, wenn Politjournalismus zu einer schmierigen Ego-Veranstaltung verkommt. Haben wir nicht oft, dass Parteien ihren eigenen Fanclub mitbringen, aber das... Interessant ist noch eine Statistik, die der Fokus aufgestellt hat, denn der hat sich mal die Polit-Talkshows im ersten Halbjahr 2019 etwas genauer angeschaut, wobei Markus Lanz nicht dabei ist, das ist ja auch mehr so eine Mischung aus Politik und Boulevard. Es geht um die Sendungen Anne Will, Hart aber fair, Maischberger und Maybrit Illner. Und siehe da, die beiden Politiker, die am häufigsten eingeladen wurden, sind Annalena Baerbock und Robert Habeck, jeweils nämlich 5-mal. Insgesamt, wenn man alle Gäste einer Partei zusammenzählt, liegt allerdings die CDU vorne mit 40 Auftritten. Die AfD, die im Bundestag zumindest deutlich größer ist als die grüne Fraktion, hatte insgesamt 8. Insofern kann man nicht unterstellen, dass die Partei jetzt zu viel Aufmerksamkeit in Talkshows geschenkt bekäme. Bei Robert Habeck muss man aber noch vieles andere dazuzählen, da er generell ein Liebling in TV-Shows ist. So war er zum Beispiel im März auch zu Gast im literarischen Quartett im ZDF, wo normalerweise Politiker eher nicht stattfinden. Und er war kurz vor Jahreswechsel auch in beiden großen Jahresrückblicken von RTL und ZDF. Das nur so als Background, wie das Verhältnis sich so darstellt. Aber da würde mich jetzt noch interessieren, wie sah es denn aus bei Markus Lanz im ersten Halbjahr 2019? Nun, ausgewogener als man denkt. Die Union war 20-mal vertreten, die SPD 16-mal, die Grünen hatten 7 Auftritte, die FDP 5, die Linke 4, die AfD 1, den schon gezeigten von Guido Reil. Mehrere Politiker waren 2-mal da, zum Beispiel Thomas Oppermann von der SPD, Mike Moring von der CDU, Katja Kipping von der Linken. Lanz Dauergäste Wolfgang Kubicki und Wolfgang Bosbach waren tatsächlich nur je 1-mal da. Der Journalist Robin Alexander war 3-mal da, jedoch noch öfter präsent. Denn Markus Lanz hat ja bekanntermaßen die Angewohnheit, immer wieder dasselbe zu sagen. Wie der User Leitung 296 auf Twitter sehr schön zusammengefasst hat.
Das ist ein Ablauf, den wir im Grunde schon länger haben. Die CDU und die CSU rühren einen großen Topf an mit übel riechendem Zeug. Und dann kommt die SPD und stülpt in sich über. Robin Alexander, den Sie auch kennen, hat hier neulich, und auch schätzen, ein schönes Bild formuliert. Da sagte er, die CDU und die CSU, die rühren dann immer wieder und regelmäßig einen großen Eimer mit übel riechendem Zeug an. Und dann kommt die SPD und stülpt ihn sich selbst über den Kopf. Wir haben mal mit Ihrem Kollegen Robin Alexander hier drüber gesprochen. Der sagte hier, hat ein schönes Beispiel, ein schönes Bild bemüht. Der sagte, ich habe neulich mit Robin Alexander darüber gesprochen, Kollege von Frau Rosenfeld, der den schönen Satz sagte, Kollege von Claudia Kade zitiert das immer gerne, Robin Alexander zitiert diesbezüglich immer den schönen Satz. Kollege von Ihnen, Robin Alexander, hat es hier mal so formuliert, der sagte, der Kollege Robin Alexander von der Welt, Kollege von Markus Feldenkirchen, sagte dazu hier bei uns in der Sendung einen sehr schönen Satz. Er sagte, immer dann, wenn die CDU und die CSU gemeinsam so einen großen Haufen übel riechender Brühe anrühren, immer dann, wenn CDU und CSU einen riesigen Eimer mit übel riechendem Zeug anrühren, die CDU und die CSU schaffen es regelmäßig, einen riesigen Pott mit übel riechendem Zeug anzuriechen, immer dann, wenn CDU und CSU eine übel riechende Brühe anrühren. Es ist vollkommen verrückt, wie die SPD es schafft, einen Kübel übel riechender Brühe, den die CDU und die CSU anrühren, am Ende sich selber im Kopf zu kippen. Kommt wenig später die SPD und stülpt ihn sich über den Kopf. Kommt die SPD und kippt ihn sich selbst über den Kopf. Kommt die SPD und kippt sie sich über den Kopf. Und dann kommt die SPD und stülpt ihn sich über den Kopf. Herr Klingbeil, warum sind Sie eigentlich immer als SPD so unfassbar talentiert darin, sich immer den Kübel übel riechenden Zeugs, das die CDU, CSU anrichtet, am Ende selbst über den Kopf zu kippen? Der sagte hier nämlich mal den schönen Satz, Herr Schäfer-Gümbel, genau zuhören, immer dann, wenn CDU und CSU einen Topf mit übel riechendem Zeug anriechen, dann kommt die SPD und kippt ihn sich über den Kopf. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.